Ja, herzlich willkommen zur ersten Spieltagspressekonferenz der Saison 21/22. Wir freuen uns alle sehr, dass wir nach einer längeren Zeit ohne Präsenz endlich wieder zusammenkommen und uns gegenseitig in die Gesichter blicken können. Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Ich hoffe, dass euch und Ihnen das auch recht ist, dass wir jetzt wieder in diesem Raum zusammenkommen. An meiner Seite unser Trainer Uwe Koschinat und unser Kapitän Manuel Zeitz, die dann später für Fragen natürlich zur Verfügung stehen. Ich würde vorschlagen, dass wir dreiteilig vorgehen, dass wir zunächst über die Vorbereitung reden, die ja mit Stand heute abgeschlossen ist. Morgen ist ja Abschlusstraining auf das Spiel in Havelse. Danach auf das Spiel in Havelse eingehen und danach werde ich noch ein paar sehr brandneue Infos zur Stadionbenutzung, Belegung beim ersten Heimspiel sagen. Unser Trainer gerne zum Ablauf der Vorbereitung und zum Fazit einer sehr turbulenten, ereignisreichen Vorbereitung mit nicht ganz problemfreien Zeiten. Bitte schön. Ja, das ist richtig. Wobei man natürlich immer als Trainer so diese absolute Idealvorstellung hat, die Möglichkeit, sich zum einen kontinuierlich zu entwickeln und zum anderen verletzungsfrei durchzukommen. Aber ich glaube, das betrifft am Ende irgendwo alle Vereine. Auf den Punkt triffst du es im Regelfall eben nie. Und natürlich gibt es immer Situationen, die bedauernswert sind, Rückschläge bei Spielern, die aber dann auch irgendwo dazugehören. Ich glaube, dass wir mit Sicherheit ein Stück weit auch damit zu kämpfen hatten, dass einfach Spieler, das habe ich ja zu Beginn der Vorbereitung auch schon mal dargelegt, einfach in sehr, sehr unterschiedlichen Zuständen das Training aufgenommen haben. Auf der einen Seite Spieler, die entweder aus etwas längeren Verletzungen oder Krankheiten kamen, andere, die ja kurz vor Aufnahme der Vorbereitung selbst noch gespielt haben. Insofern ist das mit Sicherheit auch erklärbar. Auf der anderen Seite, finde ich, haben wir uns kontinuierlich entwickelt. Ich habe nicht nur in Bezug auf die Spielleistungen, sondern auch in Bezug auf das Spieltempo in den Trainingseinheiten eine ganz klare kontinuierliche Steigerung gesehen. Und am Ende bin ich der Meinung, dass wir gerade aus den Eindrücken der letzten Phase, Freiburg, Karlsruhe SC, aber auch eingeschlossen das Spiel in Mettlach, durchaus mit einem vernünftigen Selbstbewusstsein in die Saison gehen können. Weil man gegen zwei absolute Top-Mannschaften gesehen hat, dass wir wirklich auf Wettkampfniveau sehr, sehr gut mithalten und trotzdem noch Steigerungspotenzial haben. Insofern war es nach diesem Spiel nicht so, dass ich mich gefragt habe, was soll ich mit denen überhaupt noch machen. Auf der anderen Seite gibt es mir ein gutes Gefühl, dass wir sowohl in Bezug auf das Tempo als auch in Bezug auf ganz, ganz viele Spielabläufe da gegen zwei Mannschaften, die höher geratet sind wie wir selbst, sehr, sehr gut mitgespielt haben. Und dass wir auf der anderen Seite eine etwas anders gelagerte Aufgabe in Mettlach auch mit der entsprechenden Souveränität, mit der entsprechenden Fähigkeit, aus vielen Situationen Tore zu erzielen, auch gestaltet haben. Damit Sicherheit das absolut positive Ausrufezeichen, dass Sebastian Jakob definitiv wieder da ist, dass er sich als Mittelstürmer eben nach der Rekonvaleszenz auch mit Toren belohnt hat. Ich glaube, das gibt ihm ein gutes Gefühl auch für die Saison. Insofern ganz klar gibt es Bewertungen, die durchaus kritisch sein können, weil der Kader eben über einen längeren Zeitraum noch nicht so vollständig war, wie wir es uns gewünscht haben, weil wir natürlich personelle Rückschläge zu verkraften hatten. Auf der anderen Seite hat man tatsächlich schon eine gewisse Kontinuität in der Entwicklung gesehen und deswegen, glaube ich, haben wir allen Grund, mit einem angemessenen Selbstbewusstsein dann morgen, übermorgen in Havelse die Saison zu eröffnen. Vielleicht Manuel, du hast ja doch schon die eine oder andere Vorbereitung hinter dir. Wie siehst du diese Vorbereitung im Vergleich zu den Jahren zuvor? Ja, generell bin ich immer froh, wenn die Vorbereitung vorbei ist. Das Spiel ist doch dann doch mehr meins. Nee, es war eine intensive Vorbereitung, eine relativ kurze Vorbereitung mit 4 Wochen, die wir aber richtig gut genutzt haben und ja, eigentlich zum Großteil auch relativ gut durchgekommen sind, bis auf gestern den Tag, würde ich sagen. Und ja, jetzt kann es endlich losgehen und ich denke, wir sind bereit für das Spiel am Samstag. Gibt es zu diesem Komplex Fragen? Manuel, hast du das schon selber mit dem Trainer, als jetzt der Lübeck ist? Also warst du jetzt zwischenzeitlich schon weg, aber mit die Finger mit die Erfahrung haben, wie ist das jetzt?
Ich bin auf 6 geworden. Ja. Ich glaube, es sind 6. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich auch jemanden vergessen habe. Nee. Okay. Weil du das angesprochen, die Situation gestern, wie tief sitzt denn der Schock in der Mannschaft noch mit? Also wenn man den Kameraden dann vom Platz tragen muss, selbst ist das ja dann immer noch mal was anderes, wie das im Spiel passiert und irgendwie irgendwelche Sanitäter und Helfer dann kommen. Ja, wie habt ihr das denn jetzt aufgenommen und verkraftet? Ja, gestern der Tag war natürlich gelaufen in dem Sinn auch vom Training her. Also das war schon ein Schock. Und ja, ist kein schönes Gefühl, den Spieler selbst runtertragen zu müssen und erstmal eine Trage zu suchen und alles drumherum in dem Wissen, dass es definitiv was Schlimmeres ist. Und ja, beste Genesungswünsche am Bonnet. Und ich glaube, das MRT steht ja noch aus und vielleicht gibt es ja noch ein Wunder, aber hat schon nicht gut gestern ausgesehen. Hier ist natürlich die Frage an Uwe Koschinand, der gestern dabei ist, ist noch hier erlebt in einem Jahr, das war Einheit, das war relativ fortgeschritten, aber dann noch abgebrochen wurde. Haben Sie heute mit der Mannschaft das Thema nochmal aufgearbeitet oder gehen Sie damit um? Nein, definitiv. Also meine, jeder weiß, dass ich mit noch nicht so vielen Spielern zusammengearbeitet habe, wie jetzt beim 1. FC Saarbrücken unter Vertrag sind, aber mit Brunet über einen langen, langen Zeitraum. Ich habe ja schon mal diese These gewagt, dass wenn Bonnet damals in der Zeit bei Fortuna Köln in seinem dritten Jahr nicht diese schlimme Kreuzbandverletzung passiert wäre, dann hätte der mit Sicherheit deutlich mehr als diese ganz wenigen Zweitliga-Einsätze in Berlin. Ich finde, das ist ein sensationeller Spieler mit einem unheimlichen Gefühl für das Spiel, einer wahnsinnig guten Ausstrahlung. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, wieder mit ihm zusammenarbeiten zu können. Ich glaube, man hat gerade in den beiden letzten Wettbewerbsspielen gegen Freiburg und gegen Karlsruhe gesehen, zu was er in der Lage ist, wenn er körperlich topfit ist. Und deswegen ist das natürlich für uns in sportlicher Hinsicht ein enormer Rückschlag, weil ich sehr auf diesen Spieler gesetzt habe. Ich weiß auch aus meinen ersten Gesprächen mit ganz, ganz vielen Spielern, dass Bonnet ein unheimlich angenehmer Charakter in der Kabine ist. Mit Sicherheit kein Lautsprecher, aber einer, an dem sich viele Spieler orientieren, der ein sehr angenehmes Wesen hat. Insofern ist das für uns in Summe einfach ganz klar eine Tragik unter sportlichen, aber auch unter persönlichen Gesichtspunkten. Und Manu hat es eben angesprochen, also alle hoffen irgendwo auf ein Wunder, aber ich glaube, ein Spieler hat schon selbst ein ganz gutes Gefühl für seinen Körper. Und da war uns relativ schnell gestern klar, dass es keine Bagatellverletzung ist. Insofern habe ich heute Morgen versucht, die Mannschaft mitzunehmen. Auf der einen Seite kann man das nicht aus den Klamotten schütteln. Deswegen war das für mich gestern auch alternativlos, jetzt mal abgesehen vom fortgeschrittenen Trainingszeitpunkt, es wäre tatsächlich mehr lange zu trainieren gewesen, dann aber auch abzubrechen, weil die Spieler wären ja gar nicht mehr bereit gewesen, irgendwo etwas aufzunehmen. Deswegen glaube ich, war das alternativlos jetzt auch nicht so dramatisch in Bezug auf unsere Entwicklung in der Woche, weil wir eigentlich alles so weit durchgespielt hatten. Wir haben auch so ein bisschen in die Ausreizung im körperlichen Bereich gegangen, aber das ist jedem nahe gegangen. Insofern habe ich heute Morgen versucht, auf der einen Seite auszudrücken, dass wir alle einfach zu Bonnet stehen müssen jetzt in der Phase, dass wir bei ihm sein müssen, dass wir ihm das Gefühl geben müssen, auch in den Situationen Team zu sein, dass wir aber auf der anderen Seite eben auch einfach die Aufgabe haben zu akzeptieren, dass das zu diesem Beruf dazugehört. Das ist tragisch, gerade wenn es auf eine solche Art und Weise passiert. Ich kann mich damals an seinen ersten Kreuzbandriss erinnern, da hatte Bonnet einfach überhaupt keine Chance, weil ein Spieler ist von der Seite in sein Knie gefallen, er konnte gar nicht reagieren. Das ist dann etwas, wo man sagen kann, super unglücklich in der Situation. Aber das gestern, das ist ja schon fast schicksalshaft. Also der Spieler gewinnt einen Zweikampf, will sich einen Ball beim Torwart abholen, kommt dann nochmal so unter Druck und dann reißt so eigentlich stärkste Teil im Körper. Und ja, klar sind das alles Zweikämpfe, aber eigentlich in dem Teilbereich jetzt nichts, was man irgendwo auf Trainingssteuerung oder den Fitnesszustand des Spielers schieben kann, ne, weil er hat eine hervorragende Vorbereitung hinter sich, hat er sehr, sehr gute Werte, hat keinen einzigen Rückschlag in der Vorbereitung gehabt. Ich finde, das ist sehr, sehr traurig und trotzdem haben wir die Aufgabe natürlich mit Hinblick auf das Spiel in Havelse einfach den Blick nach vorne zu richten und es auch ein Stück weit zu akzeptieren, ohne dass wir diesen Spieler vergessen. Sie haben es angesprochen, dass menschlich der Verlust tragisch ist, sportlich natürlich auch extrem. Haben Sie schon Gedanken gemacht, wie Sie das denn jetzt kommunizieren möchten? Naja. Kurzfristig liegt die Lösung ja klar auf der Hand, die möchte ich auch kommunizieren, das ist Dennis Erdmann. Definitiv genau für
den Fall geholt, dass wir auf der Position ja, auch in der Quantität nicht so gut besetzt sind. Das ist kein Geheimnis. Und Edmann verfügt über eine wahnsinnig große Erfahrung im Drittliga-Bereich. Und Dennis hat in jedem Gespräch ganz klar signalisiert, dass er hier einiges vorhat, dass er sich natürlich in seinem Selbstverständnis auch als einen wichtigen Leistungsträger sieht. Dann war man mit ihm kommuniziert, dass vielleicht die Situation, weil Manu und Bonet das außergewöhnlich gut gegen Karlsruhe gespielt haben, dass die Situation es uns vielleicht ermöglicht, ihm ein bisschen Ankommenszeit zu geben. So, die war nach dem zweiten Trainingstag dann auch schon vorbei. Deswegen erwarte ich jetzt einen mental starken Spieler, der vielleicht das ein oder andere Defizit in den Abläufen oder vielleicht so auch jetzt in der Spielroutine, die man sich über so eine Vorbereitung holt, dass er die einfach kompensiert durch einen starken Kopf und nochmal mehr Erfahrung auf dem Niveau geht nicht. Und deswegen bin ich schon davon überzeugt, dass der Spieler auch nahtlos funktioniert. Da wird jetzt noch ein Einzelcoaching folgen, um einfach ganz klar zu definieren, wie wollen wir welche Situation lösen. Aber ich gehe schon davon aus, dass der Spieler genug Qualität hat und das auch auf die Schnelle hinzubekommen. Wie ist denn sein körperlicher Zustand? Also ich glaube, er hat mal ein paar Wochen oder nach Hamburg mit trainiert. Hat er eine komplette Vorbereitung mitgemacht? Oder ja, so diese Mischung, ne? Also sehr, sehr viel persönlich trainiert, individuell trainiert. Dann sich zumindest eine gewisse Sicherheit in den Spielabläufen in Unterhaching geholt. Insofern ist das prinzipiell eine ordentliche Ausgangssituation, mit Sicherheit keine gut. Aber nochmal, wenn du in einer solchen Situation bist und du wirst einfach sofort gefordert, und dafür haben wir den Jungen hierher geholt, dann entscheidet sich sehr, sehr viel einfach über eine grundsätzliche Mentalität. Und ich glaube, Erdmann ist kein Angsthase. Also der nimmt diese Situation an, der wird im Vorhinein keine Ausflüchte und Alibis suchen für etwas, was vielleicht dann mal negativ sein könnte. Der ist stark im Kopf und ich glaube auch, dass der Spieler genug Drittliga-Routine hat, um ja, sehr, sehr schnell auch in diese Mannschaft zu finden. Konntet ihr euch auf Fabius vorbereiten? Ihr hattet ja dann auch 9 Monate kein Spiel, dann 2 Aufstiegsspiele und jetzt das Testspiel. Gab es dann wirklich die mal anzugucken, ein Video oder so? Oder ja. Ja, wir sind wirklich gut vorbereitet und ich glaube, das konnten wir auch sehr, sehr gut und können das immer noch an die Mannschaft weitergeben. Die komplexe Spielvorbereitung auf Havelse ist noch nicht abgeschlossen. Aber ja, wir haben einen sehr, sehr klaren Eindruck von dieser Mannschaft. Ich bin immer der Meinung, neben Spielabläufen gehört eben auch ganz, ganz viel Psychologie zu einem Spiel. Und auch dort haben wir über unsere relativ kurze Vorbereitung gesprochen. Aber ich finde, der Fairness halber muss man eben auch sagen, Havelse hat sich als letzte Mannschaft in einer sehr, sehr ungewöhnlichen Art und Weise für die dritte Liga qualifiziert. Die trainieren auch erst seit dem 1.7. Wir haben nur 3 Testspiele machen können. Insofern liegen ja jetzt nicht die Vorteile aus dieser Hinsicht bei unserem Gegner. Und ich denke, dass das Havelse allerspätestens am Samstagmittag um, weiß ich nicht, 13 Uhr, wenn die das erste Mal in dieses Riesenstadion gehen, dann werden die feststellen, welchen Riesenschritt die gemacht haben. Ich habe der Mannschaft heute Morgen ganz klar gesagt, dann gibt es nur 2 Richtungen. Entweder Havelse zieht wahnsinnig viel Kraft aus dieser Situation, jetzt auf einmal im Profifußball, sich in diesen Profifußball katapultiert zu haben und wachsen über sich hinaus. Oder andere Situationen, sie werden sehr, sehr schnell erkennen, dass sie schon einen Riesenschritt gemacht haben und vielleicht auch irgendwo mal an ihre Grenzen kommen. Und das wird unsere Aufgabe sein, das von der ersten Sekunde mit einem guten Spieltempo, aber auch mit einer entsprechenden Geduld auszuspielen, nochmal in Bezug auf die Vorbereitung, die Zusammenstellung des Kaders, all diese Faktoren, die bei dem ersten Spieltag ja auch eine Rolle spielen, sind wir am Samstag mit Sicherheit nicht im Nachteil. Das müssen wir einfach auch so deutlich sagen. Und was in Zukunft, Sie haben keinen richtigen Heimvorteil. Den müssen Sie sich erst erarbeiten, ja. Genau. 4.000 Zuschauer, 5.000, wie gesagt, das Stadion ist noch was als 4.000 im WDW-Land, klar, für die Landwehrstadion. Ja. Können Sie allgemein was zur personellen Situation sagen? Kreuz ist uns in dem Auto begegnet, also vermutlich kein Thema. Wird, wenn überhaupt, eine Punktlandung? Bei einer entzündeten Sehne ist es einfach so, dass wir von Tag zu Tag schauen müssen. Ja, wie schnell geht diese Entzündung aus dem Fuß raus? Sie hat ihn gestern in der Trainingseinheit beim Laufen keine so großen Probleme gemacht. Das war schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber bei extremen Tempowechseln schon. Wir wollen logischerweise das Stressmoment auf den Fuß nicht zu hoch halten, werden logischerweise täglichen Versuch unternehmen, weil wir jetzt nicht so aufgestellt sind, dass wir sagen, wir können es uns leisten, den Spieler erstmal komplett außen vor zu lassen. Aber wenn überhaupt, dann wird es eine Punktlandung ohne die große Spielpraxis. Und ansonsten
Ich will keine Fehler machen. Sieht es bei Sebastian Bösel wirklich sehr, sehr gut aus. Der Spieler ist auf einem guten Weg, steigert kontinuierlich die Belastung und ich gehe davon aus, dass die in der nächsten Woche noch mal höher sein wird. Der steht also unmittelbar vor der Eingliederung. Bei Scheu sieht es so aus, dass wir jetzt noch eine Bildaufnahme abwarten müssen. Aber der fühlt sich sehr, sehr gut, kann auch schon wieder in höheren Rhythmen trainieren. Auch dort wird das jetzt keine ganz dramatisch lange Zeit dauern, ähnlich wie bei Korzuschek. Über Bonet haben wir eben gesprochen und dann fehlt noch Zelle, bei dem wir wissen, dass der Spieler eben noch voll im Reha-Bereich steckt, mit sehr, sehr guten Fortschritten. Der Spieler ist sehr, sehr optimistisch, aber klar reden wir dann noch von einiger Zeit, die der Spieler individuell arbeiten muss. Ja, auch Sie haben vielleicht jetzt Dodo, der hat die Woche einmal alleine oder dosiert trainiert. Ja. Heute wird nochmal komplett mitgemacht. Ja. Wie ist der Stand? Weil nein, aber am Samstag auch eine Halbzeit draußen, genau. Haben Sie gesagt, wir dosieren. Genau, also die Halbzeit hat einfach den Zweck gehabt, dass wir nichts überreizen wollen, weil klar war, dass in der Kürze der Zeit wir einen weiteren Rückschlag einfach nicht gut aufarbeiten können und deswegen hat ja alles so von ihm so vor eurer Seite stattgefunden, glaube ich, konnte man sehen, der ist zu 100% wettkampffit. Was dann einfach fehlt, ist die Kontinuität auf 90 Minuten. Das wollte ich aber nicht ausreizen und deswegen haben wir ihn nach 45 Minuten runtergenommen. Aus reiner Vorsicht haben wir ihn diese Woche dann nochmal so belastet, wie es bei einem Spieler, der aus einer Verletzung kommt, auch sein sollte. Aber ich denke, heute in der Einheit hat man gesehen, dass der zu 100% belastbar ist. Und deswegen zähle ich ihn nicht mehr zu denen, die irgendwo verletzt sind, sondern auf der anderen Seite zu denen, die bereit sind für den Samstag. Gibt es denn irgendwo noch Positionskämpfe, die Sie auch so ein bisschen im Kopf haben? Ja. Oder sind die Entscheidungen dann schon? Nein, definitiv. Definitiv. Ich muss, glaube ich, jetzt für die ersten Spieltage schlau sein. Denn wir müssen dann schon auch gut überlegen, welcher Spieler kann möglicherweise einen zusätzlichen Impuls von der Bank geben. Ganz klar, Positionszweikampf ist für mich der auf der linken Verteidigerposition zwischen Gallo und Müller. Ich sehe da unheimlich viel auf Augenhöhe. Für Mario spricht, dass er eine wahnsinnige Routine hat, eine unheimliche Ballsicherheit. Er weiß ganz genau, welche Abläufe er bei eigenem Ballbesitz so in diesem Übergangsspiel spielen muss. Für Nix spricht mit Sicherheit seine sehr, sehr gute Athletik, ist ein sehr geradliniger Spieler, ein sehr zweikampforientierter Spieler. Finde ich, ist ein spannender Zweikampf, der bei mir im Kopf auch noch nicht zu 100% entschieden ist. Und natürlich ist im Mittelfeld trotz der Verletzung von Preuß und Bösel immer noch auch irgendwo, sind viele Optionen da. Das haben wir auch in den Testspielen ausreichend trainiert. Mal diejenige auf einer sehr offensiven Position, dann wieder auf einer etwas defensiveren, eher gestalterischen Position. Auch da haben wir Möglichkeiten. Zum Schluss muss man ganz klar sagen, dass Steinkötter, finde ich, auf einem guten Weg ist. Er konnte verspätet einsteigen, aber der Junge zeigt, dass er so eine gute Galligkeit auf den Platz bringt. Sebi Jakob haben wir in der Hinterhand, zumindest schon für einen Einsatz von mindestens bis zu 30 Minuten. Das kann ein totaler Unterschiedsspieler in der Liga sein. Also ich glaube schon, dass wir auch in Havelse ausreichend Optionen haben. Vielleicht Manuel, wie geht die Mannschaft mit einem Gegner wie Havelse, der irgendwo so eine Wundertüte ist in einem neuen Umfeld? Der Trainer hat es erwähnt, im großen Hannoveraner Stadion. Wie bereitet ihr euch mental darauf vor? Wie wird es in der Mannschaft diskutiert? Wie jeder andere Gegner auch. Also wir bereiten uns zu 100% konzentriert darauf vor. Wir haben Bildmaterial von denen, werden super drauf eingestellt. Und ja, wie bei jedem anderen Gegner auch, bereiten wir uns auch 100% auf Havelse vor. Ich habe noch was. Horst, das war der Siegentrainer. Letztes Jahr war Lübeck jedenfalls ein Aufsteiger und wir waren ebenfalls Aufsteiger. Gegner, ihr habt euch trotz einer sehr guten Vorbereitung sehr, sehr schwer getan mit dem Spiel. Das hat ja nicht an eurer Leistungsfähigkeit gelegen, sondern war so ein Psycho-Effekt. Kriegt ihr das raus, das aus dem Hemd schütteln sozusagen? Also letztes Jahr war ein Psycho-Effekt. Ich gehe davon aus, ihr hattet vorher gegen Basel 5-0 gewonnen. Ja, aber das war das erste Pflichtspiel. Ich glaube, es ist immer schwer, in der dritten Liga ein Spiel zu gewinnen. Und dafür müssen wir am Anschlag arbeiten, das versuchen wir. Gegen Lübeck war es halt letztes Jahr so, dass es nur für einen Punkt gereicht hat, der vielleicht auch sogar noch ein bisschen glücklich damals war. Und jetzt versuchen wir halt, 100% von uns auf den Platz zu bringen, damit wir das erste Spiel gewinnen.
Aber mit Psycho hatte das, glaube ich, letztes Jahr auch nicht so. Ja, gut. Ja. Nee. Gibt es noch Fragen zum Themenkomplex Havelse? Das wäre nicht der Fall. Dann kommen wir noch zu den angekündigten relativ neuen Infos bezüglich Stadion. Unser Geschäftsführer David Fischer und unser Vorstand Christian Seifert haben in den letzten Wochen intensiv mit der Stadt und mit den zuständigen Gesundheitsbehörden verhandelt und versucht, möglichst viele Zuschauer beim ersten Heimspiel gegen Osnabrück ins Stadion zu bekommen. Heute Morgen kam die definitive Aussage, wir dürfen 6.400 Fans ins Stadion lassen. Das heißt, das ist logistisch ab heute, unabhängig von dem Spiel in Havelse jetzt für unsere Crew von der Geschäftsstelle, eine sehr hektische Aufgabe, jetzt den Spielablauf gegen Osnabrück so zu organisieren, dass alle geforderten Auflagen bezüglich Hygiene, Abstandshaltungen und Ticketing-Service unter einen Hut gebracht werden können. Wir werden zeitnah, spätestens Montag, eine Information an unsere Fans herausgeben, wie, wo, welche Tribünen besetzt werden können. Sicher ist jetzt schon, wir werden die Heimtribüne, also der Stehplatzbereich, öffnen und mit entsprechenden Markierungen dafür sorgen, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können. Hoffen wir auch sehr, dass unsere Fans das einhalten. Auch der Gästeblock wird geöffnet. Und wie die Abläufe dann sein werden, wie gesagt, das wird jetzt im Detail ausgearbeitet. Ich bitte jetzt schon die Fans, sich darauf vorzubereiten, dass die 3Gs im Vordergrund stehen werden. Getestet, geimpft oder genesen. Das muss definitiv nachgewiesen werden, damit wir als Veranstalter da nicht in Verzug geraten und verantwortlich gemacht werden für irgendwelche möglichen pandemischen Geschehnisse. Darauf sollte man sich also jetzt schon prospektiv vorbereiten, dass man also an dem Stadionbesuch am Samstag in 8 Tagen einen Nachweis auf jeden Fall dabei hat, am besten sogar vorher schon beim Kartenkauf. Und wir werden also als Verein dann zeitnah eine erklärende Presseinfo rausgeben, mit dem Fokus, das kann man auch jetzt schon sagen, Christian, Online-Ticketing, das ist der sicherste Weg ins Stadion, auch was jetzt Nachvollziehbarkeit, Nachbearbeitungsmöglichkeiten für den Fall der Fälle sein kann. Also da schon mal ein bisschen mental drauf vorbereiten und wir hoffen sehr, dass diese Zahl möglichst nah realisiert wird. 6.400 kann in diesem Stadion durchaus für eine gute Stimmung sorgen. Und hoffen wir einfach mal das Beste, dass wir dann mit einer guten Vorlage aus Havelse in dieses Heimspiel gehen können. Peter, du hast jetzt nichts gesagt zu Gästefans. Sind die erlaubt? Oder? Die sind erlaubt. Die sind auch möglich. Das geht ja in getrennten Bereichen, Sitzplätze und Stehplätze. Das werden wir nutzen, um auch Gästefans aus Osnabrück begrüßen zu dürfen. Da werden wir jetzt auch, das ist jetzt eine Aufgabe für die Geschäftsstelle, das Ticketing, ähnlich wie es jetzt hier in Havelse ist, wo unsere Fans sich ja online registrieren und Karten kaufen konnten. Übrigens, David, 353 haben sich bisher angemeldet. Wir gehen davon aus, dass noch ein paar mehr sein werden in Hannover. Genauso werden wir das für die Fans in Osnabrück gewährleisten, dass sie sich über das Online-Ticket Ticketing-Karten besorgen und zwar mit den möglichen Abständen, die da unbedingt eingehalten werden müssen. Also wie der Geimpfte oder Genesen heißt, kann man ja nichts zeitlich mehr selbst regeln, aber wenn er einen negativen Test dabei hat, darf er dann auch kommen. Ein negativer Test ist ein Nachweis. Er darf nicht älter als 24 Stunden sein. Und auch dafür gibt es ja schriftliche Ausformulierungen mit QR-Code und allem.
da sollte man, das sollte ja mittlerweile auch Usus sein in allen Bereichen, sollte jeder mit den Regularien vertraut sein. Wir werden genau darauf achten müssen, dass das auch eingehalten wird. Aber auch das wird in einer erklärenden Mitteilung nochmal von uns genau aufgebröselt, wie und in welcher Form die entsprechenden GGG-Nachweise erbracht werden müssen. Eine Frage nochmal, Manuel. Spiel am Samstag zum ersten Mal seit einem Jahr oder mehr als einem Jahr mit Auswärtsfans. Macht das irgendwas mit euch oder wird ihr da so angezockt, dass ihr sagt, okay, wir haben uns an die Geisterspiele gewöhnt? Nee, man freut sich schon, wenn endlich wieder Leute da sind. Wir haben das ja gegen Freiburg jetzt schon erlebt in einem Stadion, wo viele Fans waren, keine Ahnung, wie viele es genau waren, aber es kam einem sehr viel vor und auch in Karlsruhe war gut was los und ich glaube, das ist einfach nur für eine Mannschaft beflügeln und ja, wird uns beflügeln. Ändert sich was beim Coaching? Wir haben mal gesagt, dass die Geisterspiele auch den gewissen Vorteil hatte, dass man die Mannschaft oder einzelne Spieler während dem Spiel sehr gut verbal erreichen konnte, ist jetzt wahrscheinlich mit dem Publikum wieder ein bisschen schwieriger. Ja, ich durfte einmal ein Spiel in Hannover coachen. Das ist schon sehr, sehr weitläufig. Insofern will ich nicht sagen, da geht viel von der Atmosphäre verloren, ganz sicher nicht. Aber die Auslastung dort, die wird mit Sicherheit im Coaching nicht großartig erschweren. Mal davon abgesehen, dass ich natürlich die Erwartungshaltung habe, dass ich einfach nur draußen stehe und das Spiel genießen kann. Es kam ja die neue Regel raus, dass ein U-Spieler ersetzt werden kann durch einen Ü50-Spieler. Ich wollte mich nochmal aufdrängen. Ich glaube, das ist nur sehr mittelmäßig gelungen. Wir haben das anders gesagt. Jürgen hat aber auch die kurze Hose. Ja. Hey, Jürgen haben wir gesprochen, Herr Wilhelm. Gibt es noch Fragen? Ja, ganz kurz noch zu den 3Gs, ist klar, Maskenpflicht im Stadion ist aber auch schon entschieden worden. Das wird geklärt, ist Teil der Absprache mit dem Gesundheitsamt. Sicher ist, dass auf dem Weg zum Platz Maske getragen werden muss, aber ob es jetzt während dem Spiel, das hängt jetzt davon ab, wie wir, also die Bestuhlung wird wohl so aussehen, dass ein Platz zwischen jedem frei sein muss, rechts und links. Und da gehen wir einfach davon aus, dass wir da eine Regelung finden. Klar ist, wer den Platz verlässt mit Maske. Und ob es dann auch während dem Spiel sein muss, das ist noch in der Klärung. Wir wollen da schon auf Nummer sicher gehen. Wir wollen auch eng mit den Behörden zusammenarbeiten. Wir sind unheimlich froh und dankbar, dass wir diese Regelung auch jetzt hingekriegt haben. Obwohl es jetzt auch nicht die 50% der ursprünglichen Kapazität ist, aber das ist schon relativ nah dran. Und wir sehen das schon so ein bisschen als Test für weitere Heimspiele, die ja dann auch folgen werden, zwangsläufig. Je reibungsloser das abläuft und je, sag mal, stringenter sich unsere Zuschauer an die Hygienerichtlinien halten, umso sicherer ist, dass wir auf diesem Pfad der Rückkehr der Zuschauer bis hin vielleicht sogar zur Vollauslastung beschritten werden kann. Ich bleibe ja grundsätzlich Optimist. Irgendwann muss das ja mal vorbei sein mit der Pandemie. Und je eher wir uns mit den Gegebenheiten ja, anfreunden, umso mehr werden wir auch ein Stadionerlebnis generieren können, wo alle was davon haben. Nur noch mal zur Klarstellung, weil du auch eben gesagt hast, der Heimtribüne hat geöffnet Stehplätze. Aber ich habe dich jetzt verstanden, dass es nur Sitzplätze gibt. Nee, die Stehplätze werden geöffnet, werden aber markiert. Markiert, damit die Mindestabstände eingehalten werden, wie man das, ob man die jetzt abkleben oder ob man da jetzt mit Spray einen Punkt machen und so. Das ist jetzt alles noch in der Abstimmung. Wir wissen schon, dass durch die Stehplatzsituation da eher so ein Drang ist, nochmal näher zusammenzukommen. Aber wir werden vorher nochmal einen Appell machen, dass wir gerade in dem Bereich uns vorbildlich verhalten wollen. Man kann auch über den halben Meter oder Meter, wo es dann weg ist, sich unterhalten und jubeln. Und da appellieren wir sehr an die Vernunft unserer Fans. Wir wollen ja auch später noch, es wird ja sehr genau beobachtet werden, wie wird das Spiel ablaufen. Auch die Behörden werden natürlich gucken. Und je disziplinierter wir uns da verhalten, umso besser.
besser ist es für die Zukunft. Gibt es weitere Fragen? Ja, zum Stadion. Ist das komplett nutzbar? Ja, eben nicht, weil es ja diese Einschränkung der Pandemie meine, gibt. Also natürlich wird die Woche bis mehr als eine Woche noch intern in den Katakomben und überall noch genutzt. Bis zum letzten Tag wird da noch gearbeitet. Aber das Stadion wäre nutzbar, wenn es frei verfügbar wäre. Also die Abläufe werden jetzt nochmal eingeübt. Wir wollen ja auch unsere Gäste, ich sag mal, mit Speis und Trank beglücken. Diese ganzen Abläufe müssen jetzt noch ein bisschen eingeübt werden, ist halt ein neues Stadion. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass bis zum ersten Spiel alles so hergerichtet ist. Und wie das halt ist, kurz vorm Einzug wieder, ist immer noch was zu machen, aber wir sind mit dem Fortschritt sehr zufrieden. Im Winter gab es ja die bekannten Probleme mit dem Rasen. Der Rasen ist im guten Zustand. Gut, wir haben ja Gott sei Dank vernünftige Temperaturen, dass wir auf die Rasenheizung im Moment nicht angewiesen sind. Der Rasen macht, wir waren jetzt letzte Woche mehrmals drauf, einen vernünftigen Eindruck. Er ist nochmal gesandet worden. Ist normal, dass der in dieser Sandungsphase leichte Unebenheiten hat. Das ist ja gerade das Ziel, dass er durchlässig wird und dann schön dicht wächst. Ich glaube schon, dass die Temperaturen da ihr Übriges tun wollen. Auch meines Wissens ist auch die Funktionsprüfung der Rasenheizung erfolgreich über die Bühne gelaufen und ich hoffe mal sehr, dass wir sie vor November, Dezember nicht brauchen werden. Jo, dann bedanke ich mich sehr herzlich für diese erste Pressekonferenz und wir werden uns dann in Havelse ja wahrscheinlich sehen. Vielen Dank.